Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt es den ersten Squad Builder Showdown auf meinem Kanal und mit dabei ist der Julian. Jo, servus Leute, ich bin der Julian, hat der David ja gerade schon gesagt und einige von euch kennen mich bestimmt schon, aber ja, wir haben heute mal einen Squad Builder Showdown für euch auf diesem Kanal und wir haben vor, ich glaube, einer oder zwei Wochen mal ein Fight Club Battle aufgenommen, das kam auf meinem Kanal online, das ist, denke ich, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt das genau. Auch auf jeden Fall aus und heute eben mal ein Squad Builder Showdown beim David. Genau, heute geht es um den guten Isco und ja, wie gesagt, checkt auf jeden Fall die Folge ab, noch beim Julian, war ein Fight Club Battle. Unbedingt ein Abo dalassen, macht ihm die 10.000 Abonnenten voll. Alles in der Beschreibung verlinkt und ja, heute wie gesagt, es geht um Isco, um den 90er Inform, den wir hier beide am Start haben. Und ich würde sagen, für mehr Squad Builder Showdowns, lasst einfach einen Daumen nach oben da, 500 Likes wären absolut krass. Das schaffen dann, wir. Ja, und dann beginnen wir einfach mal, ohne jetzt lange zu schnacken. Und zwar halte ich direkt mal die Formation rein, wenn es okay ist. Okay, ja, wenn du sie in der Kamera hast, dann würde ich jetzt auch meine Formation... Kannst schon, ja. Jo. Also, ich habe mich für die 4-3-2-1 entschieden. Okay, ich habe die 4-3-3 ausgewählt und somit leider die falsche Formation. Okay, ich halte meine jetzt auch hoch. Ja, ich habe meine auch schon eingestellt. Es ist die 4-3-3. Ja gut, ich habe meine 4-3-2-1 auch selber aufgeschrieben, weil ich dachte, du nimmst die auch, aber die okay, darfst du dann anscheinend behalten. Dann würde ich sagen, machen wir bei uns beiden einfach den Angriff, oder? Also, genau, einfach die drei vorderen Spieler und dann gehen wir auch schon direkt rein. Richtig. Okay, dann gehen wir direkt rein und ich halte einfach mal direkt hier meine Spieler rein, die ich glaube, dass der Julian vielleicht verwendet hat. Ja, ich würde sagen, ich... stellt euch jetzt einfach mal meinen Angriff vor. Der Rechtsflügel oder rechter Stürmer, besser gesagt, ist sehr offensichtlich. Da habe ich mich für Gareth Bale entschlossen. In den Sturm. Nein! Oh, okay. Ich wollte ihn nehmen. Alter, egal. In den Sturm stelle ich den Team of the Season vom guten Diego Costa. Und in den linken Sturm stelle ich dann... Alter, jetzt was ist hier los? In den linken Sturm stelle ich dann die Player of the Month Karte von Hazard. Alter, das ist ein sauguter Sturm und ich wollte einfach offensichtlich mit Bale gehen. Ich habe rechter Stürmer, habe ich Aspas genommen. Ja, dann habe ich Suarez im Sturm und Ronaldo. Alter, ein Glück. Sehr, sehr gut. Belastend auf jeden Fall. Jo. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt mit meinen Spielern weiter, oder? Ja, ich muss mal kurz schauen, wie ich das am besten reinhalte. Ich muss die Seiten doppelt benutzen, weil der College-Block bald leer ist. Aber ich denke, das sollte man so auf jeden Fall lesen können. Okay, dann beginne ich mit meinem Stürmer und da habe ich eine Karte, die du zu 100% nicht hast und zwar ist das Bakambu. Ja, linker Flügel ist dann ein weiterer Spieler von seinem Verein und zwar ist das dann der gute Sansone. Ich weiß, es ist ein Non-Rare, aber der hat saustarke Werte eigentlich, 85 Tempo. Und rechter Flügel ist dann ganz random, den hast du auch zu 100% nicht und zwar ist das Kandreva Foot Birthday. Ja, die darfst du echt alle behalten. Ich habe einfach so die offensichtlichsten Spieler, von denen ich auch weiß, dass du sie im Verein hast, genommen. Suarez, Neymar und Bale habe ich aufgeschrieben. Ja, okay. Gut. Ja, habe ich leider nicht genommen. Dann zum Glück für machen mich. Wir, würde ich sagen, einfach weiter mit den beiden ZMs, die jetzt noch fehlen, oder? Genau. So, Leute, jetzt hält David schon meine beiden ZMs rein, wo er denkt, dass es die sein könnten. Ja, ich mache es einfach ganz schnell. Ich habe mich im mittleren ZM, oh Gott, ich habe so viele Spieler im Verein, ich suche mal nach aufsteigend, weil es eine SBC-Karte ist, und zwar die von Luka Modric. Ich hatte Modric, Alter, ich kotze. Ich hatte Modric. Hast du Casemiro aufgeschrieben? Ja, jetzt im Nachhinein, ich hatte Modric, ja. Ich habe noch zu dir gesagt, ich nehme doch wen anderen. Oh mein Gott, ein Glück. Nein, das gibt's nicht. Okay, ich könnte mir allerdings beim linken ZM sehr gut vorstellen, dass du ihn hast, da bin ich jetzt einfach mal auf... ja, den besten ZM in der Premier League gekommen und zwar auf Pogba. Ah, okay, jetzt dachte ich, es kommt Kanté, weil den hatte ich auch vorher. Alter, aber ich hatte einfach, ohne Witz, ich hatte Modric so auf dem Zettel. Wen hast du denn bei Pogba aufgeschrieben? Nein, Golan, ich dachte, du gehst über die Serie A. Das ist extrem belastend, und dann kommen wir auch schon zu meinen Spielern und du kannst direkt schon reinhalten. Ich halte sie hoch, ja. Der rechte ZM. Das ist der gute Claudio Marchisio. Ich glaube, das ist ein bisschen obvious gewesen. Und der linke ZM,
Das ist der Gute, da muss ich jetzt selber kurz mal schauen. Ja, das ist der Gute. Ja, den hast du, glaube ich, nicht. Den kannst du eigentlich gar nicht richtig haben. Es ist Herrera von Manchester United. Aber Marquisio hast du, oder? Nein, ich habe Marquisio auch nicht. Also ich habe mich für Casemiro und Parolo entschieden. Oh, ja. Ja, ich dachte echt, dass du nicht Marquisio nimmst, weil Marquisio halt die erste Person ist, an die man dort denkt. Und ja, ich war mir eigentlich aber fast sicher, dass du halt einen von Real nimmst. Aber dem war wohl nicht so. Na gut. Dann kommen wir zu den Außenverteidigern. Jo. So, Freunde, wir kommen jetzt zu den Außenverteidigern und das sind meine Spieler für den Julian. Ich hoffe, dass da einer dabei ist. Das hoffe ich natürlich nicht. Wir fangen mit dem Linksverteidiger an oder ich fange mit dem Linksverteidiger an. Ich hatte die Wahl zwischen Luke Shaw Footy und Rose Footy und ich habe mich dann für Rose Footy entschieden. Und in der rechten Verteidigung hätte ich dann gerne eine SPC-Karte und zwar den Juanfran. Ich schwör's, der Juanfran wollte ich auch fast nehmen, habe ihn aber nicht genommen und deswegen kannst du beide Spieler behalten. Ich hatte Carvajal und Clichy aufgeschrieben. Ein Glück. Alter, richtig belastend. Und dann kommen wir jetzt hier zu meinen Spielern und zwar starten wir mit dem Linksverteidiger. Ich könnte jetzt hier noch umentscheiden, aber ich bleibe bei Azpilicueta. Und Rechtsverteidiger wird dann nicht aus der Premier League, sondern... Ja, der Rechtsverteidiger ist ziemlich offensichtlich. Es ist Dani Alves von Juventus. Oh, was? Nein! Ich habe Marcos Alonso aufgeschrieben als Linksverteidiger. Ja. Ich hatte die Wahl zwischen Azpilicueta und Marcos Alonso. Ich dachte, du nimmst Alonso. Und rechts wollte ich auch erst Dani Alves aufschreiben, aber da habe ich dann den Abate aufgeschrieben. Und deswegen beide behalten. Jawohl, okay, wir kommen jetzt zu den letzten drei Spielern und das ist linker Innenverteidiger, rechter Innenverteidiger und Torhüter. So, Freunde, wir kommen jetzt zu den letzten drei Positionen und das sind einfach die aller wichtigsten und das sind meine Spieler für den Julian. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Also, in der linken Innenverteidigung. Ich muss ja Pogba noch Chemie geben, das könnte ich entweder machen mit einem Franzosen aus der BPL oder mit einem Spieler von Manchester United, was ein bisschen offensichtlicher wäre. Ich habe mich für einen Spieler von Manchester United entschieden. Und zwar für den Bailly. Och Gott. Egal, ja, komm weiter. In der rechten Innenverteidigung, das kann sehr gut sein, dass du die hast, oder dass du ihn hast, habe ich einen von Real Madrid. Und zwar den guten Sergio Ramos, Team of the Season. Und im Tor habe ich dann nicht De Gea, weil ich dachte, De Gea schreibst du auf jeden Fall auf. Und zwar im Tor habe ich dann den Romero von Manchester United. Oh mein Gott, ich habe auch einen Spieler von Manchester United und zwar natürlich Smalling. Ich habe auch einen Spieler von Real Madrid und zwar Nacho Fernandes, die Team of the Season Karte. Und im Tor habe ich Butland. Oh mein Gott, du hast so ein Luck, ich schwöre es. Ach Mann, da hätte ich sogar noch De Gea ins Tor nehmen können, ey. Aber ja, ich wusste. So ein Full-Team macht auch mal Spaß. Da habe ich auch mal Bock drauf jetzt. Das ist sehr, sehr schön. Und ja, ich halte auch in die Kamera, also leg los. Ja, ich kann eigentlich ziemlich viel machen. Und ja, mein linker Innenverteidiger, ich weiß nicht, schreib mal oder sag mir mal, mit welcher Nation du gegangen bist oder bist du eher mit Liga gegangen? Ich bin mit Spanien gegangen. Okay, ich habe auch drei Spanier. Und zwar habe ich als ersten Spieler Marcano von Porto, Team of the Season Karte. Als rechten Innenverteidiger habe ich einen Inform und zwar Alvaro, 74 Tempo, extrem gute Werte eigentlich. Und im Tor bin ich ganz, ganz safe gegangen, also richtig, richtig safe. Und zwar nehme ich da einfach den guten alten Pepe Reina. Ja, die kannst du auch alle haben. Ich habe Inigo Martinez, Piqué und Ter Stegen aufgeschrieben. Ich dachte, du gehst da vielleicht so ein bisschen offensichtlicher. Aber ja, dann würde ich sagen, haben wir beide ein Full-Team. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab beim Squad-Builder-Showdown, aber wir beide haben auch ziemlich krasse Teams, meiner Meinung nach. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Spiel, oder? Jo, let's go. Okay, Jungs, wir gehen rein ins Spiel und ja, ich würde sagen, hier Weiß gegen Rot einfach. Und dann sehe ich jetzt direkt das Team vom Julian. Uiuiui.
Ja, moin. Alter, was hat der für Karten? Der ist, also ich muss da nochmal Dankeschön an den Timo sagen, dass er mir hier seinen Account zur Verfügung gestellt hat. David, der hat auch einen kleinen YouTube-Kanal. Ich denke, den kann man auch noch schnell unter meinem Kanal einmal verlinken. Da könnt ihr dann ja, denke ich, auch noch vorbeischauen. Also großes Dankeschön an dich, Timo, dass ich mir hier deinen Account leihen durfte. Und ja. Ja, großes Dankeschön auf jeden Fall, dass ich jetzt gegen so ein Team spielen darf. Danke, Timo. Aber es gibt doch noch komm, so... Komm, Bakambu jetzt, Bakambu! Komm, Bakambu jetzt. Oh, nein. Bakambu, mach ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. What the fuck? Dreimal Aluminium. Ey. Das sehe ich sonst immer nur in diesen Fail-Videos. Oh mein Gott. Alter, was? Was geht, Alter? Krank. Ich hasse das ja, wenn die den Ball da nicht rauskriegen. Hä, was machen die denn? Komm, was ist komm. Das? Schön gemacht, komm, mach ihn. Was? Das gibt's nicht. Bakambu. Macht das stark jetzt in den Rückraum, der nochmal weiter. Wieder abseits, auf abseits, Aber so knapp. Ja, das war aber stark gespielt. Also ich bin irgendwie noch so gar nicht in der Partie drin. Ja. Achtung. Pogba. Pogba mit links. Nein. Komm, Pogba. Der ist gut. Ja. Ja. Du hast so ein Glück, Alter. Bei mir geht er nicht Alter, rein. Alter, das tut mir aber echt leid. Ich habe echt Glück. Das muss ich jetzt auch mal zugeben. Das ist echt ein bisschen zu heftig, was hier gerade abgeht. Ich meine, du hattest schon dreimal Aluminium. Ich habe meinen ersten Torschuss und dann noch so ein Abpraller. Also ich muss zugeben, das ist echt unverdient, dass ich führe. Ja. Halbzeit. Oh mein Gott. Ich schäme mich dafür. Es tut mir so leid. Alter, was ist das für eine Statistik? Aber es war ja sogar ein Torschuss. Es war ja, also, das war halt echt ein Torschuss. Ja, war es eh, aber oh mein Gott. Also, ich möchte mich hier echt entschuldigen dafür, dass ich hier 1-0 führe. Guck dir das mal an. Ich meine, ich spiele auch so eine Scheiße. Zieh einfach mal ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bakambu, the boss, Alter. The boss. Was sagst du dazu, Julian? Schönes Tor. Ja, der war echt nice. Da kann man nichts sagen, Alter. 1-1. Der war richtig, richtig schön. Und weiter geht's. Das ist so typisch, dass das kein Foul ist. Schön gespielt. Das ist richtig, richtig schön gespielt. Elfer. Ich hab nichts gedrückt. Ja. Ich hab nichts gedrückt. Ist aber ein Elfer. Hast du echt nichts Nein. gedrückt? Ich hab 5 Sekunden vorher was gedrückt. Aber ich hab überhaupt nichts gemacht. Aber war halt trotzdem irgendwie ein typischer FIFA-Elfer, sage ich jetzt mal. Und den lassen wir direkt... Den Kapitän, den Spieler, um den es geht, schießen. Und wir schießen rechts rein. Mann. Und Isco haut den rein. 2-1. Weiter geht's. Ja. Okay, war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. Am Ende hatte ich da ein bisschen Luck. Am Anfang hattest du Luck. Also im Endeffekt, ja schauen wir doch mal rein. Wenn man nur auf die Statistik guckt, war das schon verdient. Ich hatte zwar noch ein paar mehr Schüsse und so. Boah, okay. Ich starte mal jetzt wieder die Aufnahme und dann kommen wir zum Abstoßen. Okay, Freunde, wir kommen jetzt zum Abstoßen. Und ja, der Julian hat einfach kranke Karten. Wie viele kranke Karten hast du? Alle. Alle? Nein. Ja, fast also, alle. Oder ich glaube, er hatte mehrere. 8 Spieler habe ich, die ich echt ungern abstoßen würde. 8 Spieler, ja. Und ja, wer jetzt nicht ganz so schlecht in der Mathematik ist, der weiß, dass da die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass ich damit treffe. Also so ein, ja weiß ich nicht, so ein Ramos oder so, oder ja vielleicht auch der Isco, ein Hazard, ein Costa, die würden mir schon ganz gut schmecken und ich wähle jetzt einfach ganz schnell einen Spieler aus und zwar nehme ich deinen mittleren Zettel. Ja! Ja! Oh mein Gott, ich habe die 3 Spieler, die ich am ehesten abstoßen möchte, alle ins ZM gestellt, weil ich dachte, du nimmst 100 pro einen vom ZM. Ich weiß nicht, wieso ich das mein dachte. Gott. Aber es ist trotzdem kein schlechter Spieler. Es ist Fouti Bailly. Also, ja. Er ist gut, aber er ist halt trotzdem, immer noch nicht Alter, so high-rated. Wenn da 8 Spieler dabei sind. So, Timo, es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich deinen Bailly jetzt hier abstoßen muss. Ja, ich habe ihn jetzt abgestoßen für 0 Münzen. Tut mir auf jeden Fall wirklich leid. Ja, gut, aber ich würde sagen, ich habe echt nochmal Glück gehabt da. Naja, auf jeden Fall. Und das war es jetzt auf jeden Fall auch schon mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, falls ihr mehr SPS sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt Julians Kanal ab, unbedingt.
ein Abo und ein Like dalassen und auch unbedingt halt eben die Folge anschauen, die wir bei ihm aufgenommen haben, beziehungsweise halt das Fight Club Battle, was schon ein bisschen früher online gekommen ist. Und ja, genau. Freunde, dann war es von meiner Seite aus. Alles in der Beschreibung verlinkt. Ja, und dann hören wir uns das nächste Mal. Ich überlasse dem Julian noch das Schlusswort. Jo, genau. Also, mir hat es auch wieder richtig Spaß gemacht, hier heute mit dir aufzunehmen. Die Aufnahmen mit David sind immer sehr, sehr lustig und machen sehr viel Spaß. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, checkt das Video auf meinem Kanal aus und macht hier mal die 500 Likes voll. Ansonsten gibt es nicht mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein und ciao. Ciao.